0-3 für Trimax, Marcel. Heute wird der Tag. Es gibt kein Favoritenteam hier bisher. Was ein Tor! Geh mal rüber, warte mal. Kann doch nicht sein, Alter. Maul, setz dich darüber in deinen Scheiß. Da mit 15 zum Kiosk zum Zigarettenkauf, halt dein Maul. Was gibt's da nicht? Ich lass mir von allen eine Anzeige drücken, aber nicht unserem kleinen Kobold, Alter. Halt doch auf, jetzt darüber, ich dreh die Tür gleich ein. Miese Stimmung im Team Gönnergy. So startet hier die Border League. Am ersten Spieltag fließen heute noch Tränen. Ey, merkt euch Jens seine Worte an dem Spieltag, an dem wir gegen Jens seine Mannschaft spielen. Feierabend. Die kriegen von mir alles. Adrenalinspritze wie in Call of Duty, ehrlich. Und Game Changer Volley? War klar, dass das euch nicht liegt. Wenn er nicht schon so ins Netz kullert. Was liegt dir schon? Außer der Drive-Thru von McDonald's. Da war mich nicht voll. Also hat gut Spaß gemacht und Hey, du hörst dich aber ganz komisch an. Ja, meine Stimme ist Ja, aber deine Stimme ist ja wirklich, das ist ja ganz übel. Hast du das letzte Woche schon gehabt? Ich glaube, ich habe mir das hier eingefangen oder im Hotel. Und ja, was willst du machen? Doof gelaufen, ne? Ja, ist doof gelaufen. Kann doch mal passieren. Das ist wirklich ganz anders auf einmal. Ja, was willst du machen, ne? Ja. Komm auch nochmal in den Stimmbruch. Ich ist aber auch nochmal schön. Wie war deine Stimme eigentlich so als 12-, 13-Jähriger? Weißt du das noch? Gibt's auch so Videos von deinen Eltern? Ja, ja, ja. Ja, niedriger, ne? Also niedriger. Heller, ja. Ja. Ja, ja, schön. Wie ein kleines Kind schreiben die Leute rein. Stimmbruch, komplett wild. Ja, geil. Kann ich ja den Leuten dieses Jahr sagen, was wir dieses Jahr geplant haben, wir beide, ne? Nee, dieses Jahr keine Lecks. Gibt es. Das ganz große Comeback. Wir haben noch gar nichts geplant. Nur die Köpfe zusammengesteckt. Monte und Knossi. Auf Im Tour. Zwingerclub. Auf Tour im Zwingerclub. Weißt du, was richtig geil, worauf ich mal Bock hätte? Pufftester. Ja, aber dass du reingehst und sagst hier, test mal die Yvonne. Heute mal die Yvonne. So, und heute mal Selina. Selina. Da habe ich mal mit Holger drüber gescherzt, weil er ja auch so Essen testet und so. Ja. Da haben wir mal scherzhaft gesagt, er wäre auch ein guter Pufftester. Jawohl, jawohl, egal. Könnt ihr euch das vorstellen? Angelcamp wünschen sich immer viele, ne? Ja. Das war auch schön, das war auch wirklich schön. Wenn du jetzt mit deinem Trupp mich fragen würdest, ob ich mit beim Angelcamp als Team sein würde. Achso, du meinst so als Bestandteil, als Fest, wie wir genau, hier. Genau, genau. Ja. Nicht nur Manni, Sido, ja. Und Sascha, sondern auch noch ich würde Nein sagen. Weil ich finde, das ist so euer Vierer-Trupp. Aber ach so. Ich sag dir ehrlich, das erste Angelcamp, legendär mit dem Lambo reingefahren, das hat so viel Spaß gemacht. Das ist ja auch, das muss man den Leuten auch immer sagen. Es wird keine der Shows, die man jemals gemacht hat, wie auch das Big Brother jetzt, das nächste, das wird niemals wieder genauso sein, wie das andere, was man, das ist immer anders. Ne? Ich sage, Angelcamp war das beste Live-Event, was es auf Twitch gab, für mich. Ja, für mich ehrlich. Auch. Ja, für mich auch. Das war das beste Live-Event, was es jemals auf Twitch gab, das wäre doch niemand top. Vor allen Dingen, weil zu der Zeit auch noch nicht, so Events so nee, krass das am gab's Start ja noch nicht, ne? Das gab's das nicht. War das erste riesige Event und ja. Das war ein voller Erfolg. War das toll. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war wirklich toll. Was mit seiner Stimme, er ist krank. Duell um die Welt oben in der Süd 2, aber was soll man da wieder zeigen? Das Video hat so krasse Aufrufe, Bro. Ich habe gar nicht mehr geguckt. 10 Millionen bestimmt, ne? Aber man merkt auch, wir waren noch jünger. Wenn ich dich jetzt so angucke, dich hab die letzten Jahre auch ziemlich mitgenommen. 10 Millionen Aufrufe hat das. Boah. 10 Millionen Aufrufe, überleg mal. Bro, damit mit diesem Video wärst du locker 100.000 gemacht haben. Schocki macht ja mein YouTube. Schocki, schreib in Chat, was das gebracht hat. Du kannst das gucken, der weiß das. Nicht anders, ernsthaft? Ja, niemals. Aber ich weiß, dass ein Call of Duty Video, hatte ich auch mal gezeigt, Call of Duty Zombie-Runde mit Elotrix und Solution, auch so 7 Millionen Aufrufe oder so, mit dem Video habe ich 70.000 Euro gemacht. Ich kann den gar nicht mehr ernst nehmen. Ach, leck mich am Arsch, ey. Den kann ich ernst nehmen. 25.000? Das war ja, guck Digga. Mal. Ja, sie ist mal abgezogen worden, Schocki. Verdammte Scheiße. Warum werden wir denn da so abgezockt? Woran liegt es? Keine Ahnung. Ich sehe dich schon, Alter. Der nächste Moderator für die nächste Kindersendung. Keine Ahnung. Ey, was soll ich machen? Ich der Paddy von Super RTL heute bei uns hier. Freue ich mich. Togo. Meine Stimme war eigentlich besser gestern. Und heute? Jetzt habe ich so viel geredet. Ja, genau, das ist das Problem, wie ich früher. Ja, ja, ich muss eigentlich meinen Hals schonen, aber ich wollte nicht beim ersten Match mich krank melden, nur weil meine Stimme ein bisschen Moisty Meier ist. Aber das ist jetzt auch nicht für den Hals, ne? Nee, danke. Nein, ich sag's euch, wie es ist, dieses Jahr, wir gehen auf dicke Wohnmobiltour. Jetzt ist raus. Wohnmobiltour? Ja, jetzt habe ich's gesagt. Ist geplant, ja, aber... Aber in dem Zustand, also morgen ist es nicht. Wahrscheinlich war es mal so. Morgen noch nicht. Eine Wohnmobiltour wäre schon ganz cool, ja? Ja.
Mit geilen Zielen, ne? Wäre schon schön. Guck mal, wann haben wir uns das letzte Mal zwei Montage hintereinander gesehen? Überhaupt noch nie. Nee. Das ist ganz cool, ja. Und was machst du heute noch? Ich fahre allein nach Hause. Ja. Ja. Habe ich voll Bock drauf, Mann. Ja. Fährst du selbst auch? Ja, mit meinem Geschäftspartner ist so ein bisschen Streit, deswegen. Ist Streit. Ja, er ist ein leidenschaftlicher Autofahrer und ich auch. Und er ist schon Hinweg gefahren. Ich hätte auch Bock zurückzuballern, aber es ist auch sein Auto. Er will mich ungern fahren lassen. Er hat mir viel Autofahren so beigebracht. Oh. Ich hätte auch Bock zu fahren. Der Mann. Papa. Ja. Also ey, mit mir hättest du die Probleme nicht. Ich will nie fahren. Nee? Nee, du könntest einfach fahren. Hast du noch deinen Porsche-Morsche? Nee, den habe ich nicht mehr. Was fährst du jetzt aktuell? Jetzt fahre ich BMW X6. Ist das Geländewagen, ne? Das ist ein großer. Mhm. So ein großer. Hör auf, mich zu verarschen, nee, Mann. Nee, überhaupt nicht. Nee, pass mich an. X6? Ja. Ist doch voll das Downgrade. Und dann haben wir noch einen Hyundai Santa Fe. Ist doch voll das Downgrade, Mann. Nee, finde ich nicht. Hm. Der Porsche hat mich zweimal im Stich gelassen. Stimmt, ja. Kaputt. Hier, da ging mir nur auf den Sack. Dann gibst du den ab, nochmal 10.000 Euro wegen zwei Kratzer. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee. Und dann kriege ich aber jetzt bald, weil ich lease das, ja, BMW XM. Ist auch so ein neuer. Geil. Ja, wie redet der? Ja, wir sind heute einfach mal im anderen Modus. Mann, Chat, hört auf, euch lustig zu machen. Hört auf damit. Ups, sorry. Huch. Da ist die Stimme wieder da gewesen. Was sagst du zu dem, jetzt ganz ehrlich, was sagst du bisher zu dem, was du gesehen hast? Welches Team irgendwie also, sticht eins raus auch schon? Ich sag mal so, vielleicht kriege ich jetzt Hate, aber Gönnergy, absolute Katastrophe bis jetzt. Ne? Nein, aber die hatten aber viele Ballkontakte, also die waren schon... Aber viel zu eigensinnig. Unfair. Wenn meine Mannschaft so spielt, bin ich in der Halbzeit unten, sag ich euch okay, jetzt du hast das eigensinnig ist der richtige Ausdruck, ja? Welche Anweisung haben wir an unser Team heute gegeben? Das müssen wir den Trainer fragen. Ich bin ja gerade erst angekommen. Der Trainer hat gerade nochmal eine Besprechung gehabt. Die haben sich ja gestern schon getroffen hier in Köln. Der hat mir auch alles geschickt, ne? Ganze Taktikbesprechung und so, wie sie gemacht haben, hat er mir alles geschickt. Wir sind gut aufgestellt, sagst du. Wir sind gut aufgestellt, wenn sich alle dann halten. Da gehört nochmal eine Regel rein. Ja. Da gehört ein neuer Ball gleich hingelegt. Genau, du hast maximal 10 Sekunden Zeit. Oder fertig. So. Das müssen wir einführen. Hand! Hand! Oh Gott, Hand. Ist der so. Ja, okay. Oh Gott, und Kramer auf dem Spielfeld. Ja! Oh Gott, ist der so. Wusste Marcel Reisky es nicht. Scheiße. Heißt 4-1 wie für Golden Eleven. 4-1 für Beton und Eleven. Und Golden Eleven gewinnt das erste Spiel. Ja, Golden Eleven. Beton Chris Eleven. Kramer. Ey, jetzt auf jeden Fall. Ich freue mich auch für die. Ist er auch ein Kumpel, ist doch nett. Ja, das ist also wirklich Glückwunsch an Chris Kramer. Wir sind Freunde, solange sie nicht gegen uns ich spielen. Auch Frage an Max, hattest du jemals ein Angebot oder Interesse für den BVB zu spielen? Ey Leute, ja, also ich habe tatsächlich mal einen Anruf bekommen, damals wo Aubameyang den Verein verlassen wollte. Oha. Ja, also hat aber wieder nicht geklappt, wie Liverpool. Hat aber du wolltest, geklappt? Ja? Wäre für dich toll gewesen, BVB? Junge, also ich sag mal so, in welchem riesengroßen Verein habe ich gespielt, dass ich einem Verein wie Borussia Dortmund abgesagt hätte? Ja. Was war bei dir so der Verein, wo du sagst, Herzensliebe, mir scheißegal, ich wäre hier gern geblieben, das ist hier habe ich mich wohlgefühlt. Also ich muss sagen, Union. Ja, wohlgefühlt habe ich mich auf jeden Fall in vielen Vereinen. Es gab eigentlich gab es nur 1,5 Ausnahmen. Ja. Aber Bremen gehört natürlich schon zu den Vereinen, wo ich sage, das ist so ein Stück Heimat auch, ne? Weil es auch einfach mein erster großer Verein war. Union auf jeden Fall auch. Aber ich hatte auch bei Gladbach früher eine geile Zeit. Ich hatte bei Freiburg eine geile Zeit. Ich hatte bei St. Pauli eine geile Zeit. Freiburg war doch auch nice. War auch geil. Und dann das Theater mit Las Vegas, ne? Nee, Las Vegas war das gar nicht. Aber das war du bist leider nicht mitgefahren und dann hast du so. Ja, bin ich nach Las Vegas geflogen. Ja, Abenteuerurlaub, dann mache ich was anderes. Ja, natürlich. Was heißt Abenteuer, aber so. Seven Card Start und bist auch noch weit Poker gekommen. Poker halt, ne? Yes, Gott, ja, Dritter geworden. Dritter ich bin Weltmeister geworden, ich bin Dritter geworden damals. Die Lara, und ich weiß nicht, ob er es dir schon erzählt hat, aber meine und ich, du und er, Temptation Island VIP. Wir sind dabei. Ja, aber dann mal den Frauen beweisen, dass wir treu sind. Ich kann's, die Lara. Ich zeig dir. Am Lagerfeuer, da kriegen wir die Bilder gezeigt, wie deine irgendwie mit Eugen gerade im Pool schwimmt. Ja, und dann bleiben wir cool halt doch auf mit euren Fake-Bildern. Ich kann euch eins sagen, meine Frau schwimmt nicht mit Eugen im Pool. Selen und Alex, Erskin, wie geht's? Was? Hier sind wir, Alec und Selek. Wir sind dieses Jahr im Sommerhaus der Stars! Er wollte sagen, Salamu alaikum. Alessin Salex. Alessin Salex. Du, nicht vergessen, da kommen noch zwei Spiele, ne? Ja, als ob ihr 7-1 gewinnt. Ja, aber was ist mit Eintracht Spandau? Die kommen auch gleich noch. Eintracht Spandau von, hier weiß der Hand of Blood. Hand of Blood. Der ist gleich da. Mhm. Da gibt's eine kleine Überraschung, ne? Ach du Schreck. Ach du Schreck.
Guckt euch den Mann links an, der da winkt mit dem Schal. Mit einer Karnevalskapelle kommt er hier in die Arena in Köln-Ostdorf. Ist nicht sein Ernst. Mein lieber Mando, das ist also die Überraschung hier heute. Die Kapelle ist da. Eintracht Spandau, was ein Auftritt. Ganz, ganz tief hinein, erklingt in Köln-Ostendorf. Ich habe die Telefonnummer von Ailton. Ja, den rufen wir jetzt an. Den rufen wir jetzt an. Ailton Kugelblitz. Den wollten wir doch fragen noch. Oh. Hallo. Ailton. Hallo. Hier ist Max. Wer? Max Kruse. Ach so. Ailton, das geht nicht. Wie geht's dir? Alles gut, mein Lieber. Bist du in Deutschland? Ja, in Bremen. Ah, sehr gut. Gut. Wir sind gerade live bei Twitch. Kennst du Twitch? Nee. So Streaming, so wie YouTube, mit einem ganz bekannten Streamer. Und du, kennst du die Baller League? Baller League, die neue. Wir wollten fragen, hast du Lust mit uns mal einen Montag zu spielen? Einmal für unser Team spielen. Kugelblitz. Hollywood United. Montag? Wie viel Uhr das genau? Das ist jede Woche unterschiedlich. Heute spielen wir 23 Uhr, nächste Woche früher. Wenn du sagst, ich hab mal Lust, dann würde ich dir noch mal ganz in Ruhe den Spielplan so schicken. Und dann sagst du, welche Woche du kannst. Ja, schick du mir. Ja? Kontrollier hier. Okay, perfekt. Ailton, ja? Jens von Let's Dance. Mit Isabel habe ich getanzt. Ach so. Der bin ich. Isabel. Gute Tanze. Gute Tanze. Genau. Okay, dann ich schick dir einfach den Plan mal rüber und dann kannst du mal gucken, welchen Montag dir passen würde. Dann bist du bei uns. Super Team. Schick du mir. Da ist kontrollier und die Hofern. Alles klar, danke Ailton. Gut, bis dann, Ailton. Tor! Der sagt einfach, wer? Wer? Max Kruse ruft ihn an und er sagt, wer? Ja, aber du sagst, hier ist Max. Ja, hier ist Max. Ist jetzt auch kein außergewöhnlicher Name, da wüsste ich auch nicht gleich, wer es ist. Hallo, hier ist Max. Also, weiß nicht. Chat, also, hallo, hier ist Max. Wenn hier Max Kruse Max und Moritz oder was? Also, weiß ich nicht. Noch, aber ob wir Cheerleader dazu nehmen oder... Aber wenn Cheerleader, ich sag dir, Hollywood United, Hollywood ist Cheerleader. Oder? Und so einen kostümierten Stern. Weißt du, was ich meine? So ein Hollywood. Ja, der weiß sich halt zu vermarkten, ne? Da müssten wir noch dran arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein. Hier, unser der Management, hier unser Management Kostüm schläft. An und alle jubeln oder was? Unser Management schläft. Das ist traurig. Weil wir haben ja auch keine geile Einmolaufmusik. Haben wir uns irgendwas ausgewählt? Ich komme hier mit Sido nächste Woche. Stefan, ich habe 1000 Tattoos auf der Haut. Genau. Ein Astronaut und ein Sägeblatt. Sido singt ja unser Einlauflied. Und die Cheerleader übernehmen es. Und die Cheerleader sind an der Seite, und wo unsere Mannschaft durchgeht. Oder wir beide fahren mit so einem Lambo vorne weg und hinter uns die Mannschaft. Paul, ich bin's. Du musst hier nächste Woche singen kommen. Stell dir vor, du kommst hier rein. Kannst du das machen für deine Freunde? Max Kruse ist dein Nachbar, ich bin dein Freund. Fertig, wird nicht diskutiert, du musst auf Freundschaft gehen. Aber was war jetzt Pepes Aufgabe? Cheerleader? Was war das dritte? Lambo. Lambo und Shisha. Willst du wirklich so unangenehm hier reinrollen? Ja. Capital Bra, der will auch. Ja, die wollen alle Kohle dafür. Du, aber der ruft manchmal nachts an, ich geb dir mal Nummer von meiner Frau, wegen meiner Frau ihre Nägel. Ja. Sag ich, was willst du denn? Deine macht doch immer Nägel. Ja. Bra. Also vielleicht hast du einen Mann. Nee. Dann sag ich, ja, halb drei nachts. Sag ich, ja, Mensch, die schläft, hier ist sie. Hier, Capital Bra. Meine Frau will die Nägel. Pink und lila. Nein, Finchi nicht. Pass mal auf. Nein. Das Ding schaffen wir jetzt auch aus der Welt. Doch, ich mach das jetzt. Rufen wir jetzt auf gar keinen Fall an. Nein, ich mach eine Sprachnachricht. Ist der so sauer mit dir? Finch Asozial ist sauer, weil er weg ist von Union. Ich hatte nie ein Problem mit dem, bis der mich da durchbeleidigt hat. Seitdem kann er sich ins Knie. Ja, ist mir scheißegal. Ich bin kein Fußballer mehr. Ich kann sagen, was ich will. Da brauchst du dich auch nicht umdrehen. Das ist so. Endlich kann ich real reden jetzt. Fickitsch! Ja, du lenkst ab. Du verstehst dich gut mit ihm, verstehe ich. Ich verstehe mich mit Nils echt super. Was war denn? Aaron versteht sich auch mit ihm gut. Ich verstehe mich wirklich super mit ihm. Ich kannte den vorher gar nicht. Und dann hat er auf einmal angefangen, mich zu beleidigen, weil ich Union verlassen habe. Und hat er nicht, aber nicht richtig beleidigt. Der war ja traurig, dass du gehst. Der war ja Fan. Aber er war Fan. Weißt du, was ich meine? Er war traurig. Ja, darüber, klar war er Fan. Emotional. Jeder ist Max Kruse-Fan. Dann war er immer. Aber. Max einfach einer von uns, klar. Ja. Ich kenne ihn noch, ich weiß noch, wo er, dann, das kann ich ja heute auch sagen, ne? Wo die Verletzung, wo du dann angefangen hast zu humpeln, weil das Pokerturnier im Kings Casino stattfindet. Bin verletzt. Nee, das hab ich nie gemacht. Also wenn Fußball war, nein. Nächste Woche ist doch Poker. Ja. Ich kann nicht, und mit Krücken rein, auf einmal Krücken. Ah, ich habe ja die Krücken vergessen, Moment. Nach dem Essen. Ja. Hast du schon mit Knossi und Max Kruse heute das Vergnügen gehabt, die ja dann auf der gegnerischen Seite stehen werden? So,
Noch nicht so. Soll ich in die Show platzen? Knossi kommt einfach rein, crasht hier mal kurz. Ich habe gerade im Stream gehört, ob wir das Vergnügen schon hatten. Noch nicht, deswegen bin ich aus dem Stream runtergeeilt, weil der Chat geschrieben hat, mach, geh runter. Alisha, freut mich sehr. Freu mich auch. Grüß dich, Knossi. Seid ihr nervös? Das große Derby. Die Uniteds gegeneinander. Wir sind ein bisschen nervös, weil es auch der erste Tag ist, aber ich glaube, es wird gut. Also es wird krass. Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr aufgeregt, sehr angespannt. Möge der Bessere gewinnen. Leon Osei im Tor bei Hollywood United. Und das ist der erste Treffer durch Sascha Migalke. Da ist das 1:0. Sascha Migalke. Auch solche Spielertypen braucht man auf dem kleinen Feld. Es wird ja immer mal wieder auch mit langen Bällen operiert. Und das ist die Chance auf 2:0 zu stellen. Das ist das 2:0. Elias Alexander Römers. Ball flach halten wird hier announced. Müll United. Wie Geike kassiert einmal den Tunnel von... Und das ist der Treffer. Hollywood United ist am Start. Bonsu. Zachary Bonsu, ehemaliger Regionalligaspieler. Eine Jüngere von unter euch. Wie Geike. Super von Rimbach. Nochmal, das ist ein ganz junger Kerl. Wie Geike, Ballgewinn, nicht abgepfiffen. Fischer. Boah, super Tor. 3:2. Und dann geht der Gökesin, dem Torhüter von Süd United, durch die Hosenträger. Die Mannschaft von Alisha Lehmann und Lukas Podolski gewinnt mit 3:2 gegen Hollywood United. Du, bei uns, man hat auch gemerkt, die Jungs übermotiviert. Ich habe es auch schon vorher vor dem Spiel gemerkt, sehr übermotiviert und lief nicht zusammen. Jeder wollte auch ein bisschen zeigen, wie gut er ist. So, jeder wollte ein bisschen. Die Pässe sind nicht angekommen. Also man hatte teilweise das Gefühl, die kennen sich seit einer Woche teilweise, aber einen Doppelpass haben wir nicht hingekriegt. So, dann rutschen wir zweimal vom Tor aus. Also zwei Tore hätte man auf jeden Fall vermeiden können. Was machen wir jetzt? Also, ich sag mal so, nächste Woche muss ich meine Schuhe mitnehmen.